Ja, sind wir noch ganz dicht. Wir rocken dein Projekt, Alexander. Du ziehst gerade noch den letzten Faden ab. Alexander Sand von der Holzwerkstatt in Waghäusel. Ihr habt hier die Wände abgedichtet, habt OSB-Platten drauf gemacht. Genau. Und was mich ja total gewundert hat, ihr habt es abgeklebt mit Klebeband. Warum bitte? Früher hat man immer gesagt, wir müssen dampfdicht bauen. Ja. Heute weiß man, die Bauphysik etwas weiter. Wir sagen, wir brauchen nur eine luftdichte Ebene. Ja. Das heißt, dass einfach kein Luftzug entsteht. Egal an den Fenstern, die müssen richtig angeschlossen sein. Und natürlich auch eine Fläche komplett mit den Ecken verklebt sein, damit es da nicht durchzieht. Und wofür hast du jetzt dieses grüne Zeug da reingespritzt? Das haben wir gekriegt vom Marder in Mörlenbach. Die haben ja ganz viele Dichtungen im Angebot. Ja, das ist ein bisschen zweckentfremdet, aber da wir hier diese Fuge nicht mit dem Klebeband abkleben können, weil die Gipskartonplatte das nicht abdecken würde, haben wir hier den Wandanschlusskleber genommen, haben eben diese Fuge mit dem aufgefüllt, mit dem Wandanschlusskleber. Wandanschlusskleber auch dazu da, damit das luftdicht quasi verschlossen wird. Genau, das ist eben auch dauerhaft elastisch und auch luftdicht, genau. Profis bei der Arbeit. So ist es.